Nein, nicht schlafen. Hallo und willkommen zurück bei Traveler's Rest. Ja, heute ist der entscheidende Moment. Wir werden die Bar öffnen. Wir haben kein Geld, wir brauchen dringend Kohle. Keine der Biere sind ready. Ist aber nicht schlimm, wir haben noch ein bisschen auf Vorrat. Wir brauchen neue Kerzen, wie es scheint. Wir lassen die nochmal brennen. Wir machen erstmal unsere Runde. Wir haben diesmal den Kellner beim Aufräumen. Wir haben gesagt, er soll nicht aufräumen. Im Notfall übernehmen wir das. Aber ich wollte gucken, ob der Besen das übernimmt. Der soll halt nur servieren. Wir werden diesmal auch Kupfer sammeln. Wir brauchen dringend Geld und einen Truthahn. Jetzt gehen einen kurzen Abstecher, gucken, ob er hier ist. Nee, scheint nicht hier zu sein. So, wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, ich muss gießen, ne? Ich werde einmal durchbewässern. So, den können wir ernten, sonst haben wir nichts zum Ernten. Oliven können wir auch nicht ernten. Kohle bzw. Eisen. So, der Baum versperrt die Sicht, der muss weg. Genauso wie der hier. Und das alles in den Morgenstunden. Sichteinschränkende Bäume werden vernichtet. Ich hatte gerade diesen dummen Gedanken, wieso läuft das Spiel eigentlich nicht weiter, wenn der Baum fällt. Jetzt muss ich warten, bis der Baum danach gefallen ist. Und dann dachte ich mir so, nee, das wäre ja furchtbar, wenn das so wäre. So, wir können auf jeden Fall nochmal ein paar Bretter in Auftrag geben. Und... Feuerholz. So, mein Inventar sieht gut aus. Wir müssen den Tee noch abliefern, aber wir können schon mal öffnen. Können wir mal gucken, ob die Kerzen brauchen. Ob die sich beschweren oder ob es noch hell genug ist, weil draußen hell ist. Jetzt geht's aber schon früh los. Ist noch der Barkeeper? Ist der noch nicht da? Nee. Barkeeper ist noch nicht da. Also bis jetzt beschweren die so hinten noch nicht, dass es dunkel ist. Sonst käme ja hier ein Symbol. Muss ich dann jedes Mal... Habe ich dem Barkeeper nur gesagt, dass er arbeiten soll? Nee.
Wir sollen alle arbeiten. Wo bleiben die denn? Wo bleibt der Barkeeper? Oh, da kippt der Besen. Wo bleiben denn meine Arbeitskräfte? Ach so, wahrscheinlich, weil wir nicht genug Geld gemacht haben, oder? So, die wichtigste Frage ist, wer macht jetzt die Tische sauber? Und wo bleibt der Barkeeper? Wahrscheinlich hatten wir nicht genug Geld, als er gekommen ist. Dann brauche ich noch einen magischen Lappen, ne? Okay, hier unten können jetzt keine Leute hin. Verstehe. Und hier wird auch nicht sauber gemacht. Schließen wir nochmal, dann müssen wir das leider hier nochmal ein bisschen optimieren. Level up! Aber wir brauchen tatsächlich noch keine Kerzen. Okay, der Besen hilft zwar. Aber er muss die Tische trotzdem aufräumen. Bau dein erstes Zimmer. So, das ist das am weitesten, was ich oben bauen kann. Hier kann man nicht durch, das heißt, ein weiter nach da. Was ist, wenn es so wäre? Dann kann man hier durch. Das heißt, theoretisch könnten wir ein weiter nach da. Oder ist das jetzt zu eng? Ist das zu eng für die Leute, ist die Frage. Aber da wir im Moment ja noch nicht so viele Tische haben, können wir ruhig ein bisschen Platz lassen. So, jetzt könnten wir gucken, ob wir hier noch kleine Tische hinkriegen. Soll ich denn mein erstes Zimmer bauen?
Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, um, den, um zu gucken, wie teuer das goldene Ding ist. Oh. Weg. Ach so, hier war ja die Destille, ne? So, Woody, guten Tag. Wir haben viele positiv über deine Taverne gehört. Du wirst bestimmt bald mehr Kunden haben, als du unterbringen kannst, oder? Keine Sorge, wir haben genau das Richtige. Du sollst im Sägewerk vorbeikommen und dir unsere Bautische ansehen. Sie haben alles, was du brauchst, um deine Taverne zu erweitern und zu personalisieren. Ist das nicht herrlich? Der alte Oak wollte, dass ich so tue, als ob wir nur eine begrenzte Anzahl von Tischen hätten. Aber in Wahrheit haben wir einen unbegrenzten Vorrat. Also komm vorbei und hol dir deinen, wann immer du willst. Alles klar. Dann machen wir das doch. Ich habe noch ein bisschen Zeit, gehen wir direkt hin. Das heißt, wahrscheinlich die Mühle und der Stille kann ich nicht herstellen, sondern die muss ich fertig kaufen. Also. Hier, 3 Gold. Gucken wir mal, was würde das zusammen kosten. Den Essensvorbereitungstisch haben wir doch, oder? Konservierungstisch haben wir auf jeden Fall nicht. Eine Melzmaschine haben wir, glaube ich, aber auch. Hier ist die Mühle. Hier ist noch ein Ofen. So, das wären 8,5, wenn ich mir alles hole. Die Mühle allein wäre 1,5. Okay. So. Wo ist denn der Tisch? Hier ist der Bautisch. Erweitert die Taverne, kostet 3,5. Neben Steinwerkstatt. Okay, das sind hier wieder die... Oh, den brauche ich aber auch noch, den Steinmetztank, weil ich habe die Steinwerkstatt. Ja, ich sehe schon. Gold. Wir wollen alles an Gold. Tonnenweise Gold. Man kann nie genug Gold haben. Aber mir geht es jetzt um die goldenen Kerzenanhalter. Ah, sorry. Beziehungsweise, die waren nicht Gold, die waren aus Kupfer. Also verarschen wir die, weil die Leute nicht den Unterschied zwischen Kupfer und Gold kennen. Hauptsache, es glänzt. So, bitte sei unter ein Gold. Perfekt. Sollen wir auch direkt das Räuchergefäß mitnehmen? Ich glaube, ich brauche auch noch eine Schmiedebank, ne? Oder nee, die Schmiedebank ist doch das, was ich schon habe, oder?
Ach komm. Wir müssen Geld sparen. Wichtig ist der Kerzenhalter. Aber gut zu wissen, dass wir die Kerzen tagsüber nicht brauchen. Vielleicht kann ich das dann irgendwie sparen. Das ist die Schmiedebank. Das ist die Werkbank. So, kleiner Tisch. Was kostet denn hier ein kleiner Tisch? Nägel. Ich brauche Nägel. Wir machen mal einen kleinen Tisch und einen Einzeltisch. Dann machen wir mal eine kleine Bank und einen Hocker. So, Bäume müssen weichen. Wo der Mensch kommt, muss die Natur gehen. Okay, die bringen aber wenig Holz. Ich muss noch mal ein paar Nägel nachdingsen. Aber erstmal machen wir 6 Leuchter. Herbst gibt es echt wenig Holz. Und wenig Setzlinge. Das ist ein bisschen gefährlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie klein denn der kleine Tisch wirklich ist. Man könnte noch durchgehen und man könnte noch unten durchgehen. Würde passen. Es ist doch fertig. Ach so. Ich war wieder im B drin. So, ich brauche noch eine kleine Sitzbank.
So, wir beim kleinen Tisch das auch brauchen. Einzeltisch. Für die besonderen Gäste. Ich würde sagen, wir probieren das, wenn wir das jetzt schon machen, direkt aus mit den engen. Ne, probieren über studieren. Haben wir hier noch einen schönen Einzeltisch. Aber hier können doch auch zwei Leute dran, oder? Ist doch ein Pärchentisch, oder nicht? Ich mache einfach noch einen Hocker. Was soll der Geiz? Passt da jetzt noch einer hin? Okay, die Kerze habe ich aber nicht wiederbekommen. Würde ich am liebsten direkt noch einen Tisch bauen. Aber dafür brauchen wir jetzt Nägel. So, jetzt brauchen wir Bretter. Ich darf die Uhrzeit nicht vergessen. Thank you.
So, machen wir auch noch mal einen Kerzenhalter da. Jetzt brauche ich dann aber sehr viele Kerzen. Also ich muss mal gucken, dass ich irgendwie was kaufe, wo ich Kerzen selber herstellen kann. Können wir eigentlich pennen gehen, dann müsste alles fertig sein am nächsten Tag. Dann machen wir hier noch den Hocker jetzt hin, der ist ja fertig. So, hier kommt dann noch der Tisch hin. Mal gucken, vielleicht kann ich hier noch irgendwie Wandfackeln hinmachen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch Deko für die Tische. Die zwei können auf jeden Fall ins Lager. Die werde ich auch nicht entsorgen. Die tue ich hier schön hier reinlagern. So, dann ab in die Haier. Können wir gleich die Taverne öffnen. Müssen genug Geld haben, dass auch alle kommen. Alle unsere Angestellten. So, mittlerweile müsste bestimmt auch was gereift sein. So, der sieht gut aus. Hier ist alles gereift. Hier noch nicht. Das ist nice. So. Ist das nicht dasselbe? Essen haben wir auch. Tee. Ja, ist auch noch da. Dann machen wir jetzt unsere tägliche Runde. Heute werden wir noch nicht genug Deko kaufen können, weil ich will ja dann auch die guten Sachen diesmal kaufen. In die tägliche Runde werde ich jetzt immer den Truthahn hier oben mit einbeziehen. Aber nur, wenn der hier in diesem Bereich ist. Weil das kostet halt nicht viel Zeit, ne? Kann ja richtig geerntet werden jetzt. So, das ist gut. Sehr viel weiße Trauben.
muss immer dran denken, wenn man so respawnende Ressourcen hat oder wie jetzt zum Beispiel Stardew Valley, man geht in Dungeon und der Dungeon ist immer irgendwie so ein bisschen random. Ressourcentechnisch, dann merkt man mal, weil das ist ja der einzige Grund, wie das Spiel überhaupt machbar wäre, sonst hättest du ja ein riesen Ressourcenproblem. So in Real kannst du das natürlich nicht machen. Das heißt, wie willst du damit umgehen, ne? Wie willst du nur eine Kneipe selber aufbauen, wenn du doch keine Ressourcen hast, die du abbauen kannst? Ach, das geht natürlich nicht. Ist immer auf andere angewiesen. So. Gucken wir mal, ob die jetzt zu eng sind oder nicht. Oder wir warten noch einen Moment. So, wir haben noch Weißwein. Da müssen wir erstmal nochmal hier Fruchtsaft. Machen wir aus den. Hier fehlt uns jeweils das. Der Mais ist aber noch nicht fertig. Aber dann könnten wir bald Rotwein herstellen. Ob Rotwein auch reifen muss? Kann ich mir gut vorstellen, aber wer weiß. So, wir können einen Salat machen. Aus Zwiebeln und Tomaten und Kopfsalat. Während wir schon mal öffnen, oder? Gucken wir mal. Man kann überall lang gehen. Ich bin mal gespannt, ob das zu eng wird oder nicht. Aber wir können eigentlich lang gehen. So, der Barkeeper ist schon mal da. Sehr gut. Okay, alle unsere Leute sind da. Okay, der Besen übernimmt das. Das ist schon mal gut. Also teilen die sich. Sehr schön. Das ist gut. Besen und Dings teilen sich die Arbeit. Besen hat aber Prio in Dingsen. Ja, ich würde sagen, wir hauen schon mal die Kerzen rein. Das kostet auch 3 Kerzen bestimmt. Alter, wie voll das direkt ist hier. Ach du Jemine. Da haben die jetzt aber einiges zu tun. Ich muss für Nachschub sorgen. Die machen das da schon. Ja, und direkt noch ein Salat. Ich bin jetzt der Koch. So, neues Gericht, Salat. Also hier sind noch keine gekommen, hier kommen auch keine. Hier funktioniert es aber. Ich bin echt gespannt, ob die jetzt hier voll werden oder nicht. Ich hoffe es natürlich.
So, gucken wir mal, wir waren jetzt bei 1,24. Gucken wir mal, wie viel Geld wir am Ende des Tages machen. Der hat auf jeden Fall viel zu tun. Da helfe ich ihm mal. Echt ewig, aber es sieht so aus, als müsste man den auch dingsen. Also voll sind wir auf jeden Fall nicht. Ich helfe lieber mal mit. Vielleicht liegt es ja hier auch ein bisschen an der Deko. Dass nicht jeder Tisch so gut besucht ist. Gemüsebrühe, Tomate. Während wir den Weißwein vorbereiten. Volle Hütte. Alter, der kann 4 auf einmal händigen. Habt ihr gesehen? Der hat 4 Teile genommen. Das kann ich nicht. Jetzt ist die Frage, ob hier nicht so viele Leute hinkommen, weil die zu eng aneinander sind, oder ob es einfach zu viele sind.
Also wir haben diesmal auf jeden Fall Gewinn gemacht, das können wir schon mal sagen. Acht. Nächster Level also. Wo sehe ich denn die Kundenkapazität? Der ist gut. Der hier. Aber auch teuer, ne? Der kann vergessen, den Kamin anzuzünden. Das ist jetzt, finde ich, nicht schlimm. Das könnte ich ja machen. Aber der hätte noch einen Bonuseffekt. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Dann haben wir jetzt alles an Personal. Der ist relativ billig. So, der hat einen Extrapunkt. Dem kann ich aber keine neuen Fähigkeiten beibringen, oder? Das heißt, auf Dauer müsste ich dann sowieso, wenn ich die mehr Fähigkeiten haben sollen, die entlassen und die nehmen, die zwei Fähigkeiten haben. Aber vielleicht kriegen die ja auch noch welche automatisch mehr irgendwann. Dieser Tisch eigentlich. Das ist der Essensvorbereitungstisch. Okay. Den haben wir ja schon. So, der muss reifen. Sieh an. So, wir machen hier hinten jetzt den Wein rein. Das Bier ist noch nicht ready. Braten wir nochmal einen Fisch. Okay, hier ist leer. Tu mir den Zehner noch rein. Wenn der leer ist, tun wir hier den Fruchtsaft rein. Ich könnte auch das Lagerbier reinmachen, aber das Lagerbier kommt einen von denen rein.
So, das sieht doch eigentlich ganz super aus. Ich habe es aber noch nicht geschafft, die Taverne komplett voll zu kriegen. Ich werde mal gucken, ich werde die mal ein bisschen weiter auseinanderbauen und gucken, ob ich die dann voll kriege. Weil eigentlich haben wir die sonst immer voll gekriegt. Aber gut, wir haben auch noch nie so viele Tische probiert, ne? Wir sind ja von 2 Tische direkt auf mehr als das Doppelte. Also es ist ja... Oh, er macht Pause. Es kommen einfach nicht genug Gäste. Guck mal nach dem Truthahn. Die kommen ja gut alleine zurecht. Ist keiner. Vielleicht hätte ich auch mehr gucken sollen, aber sonst geistert der ja immer um diese 3 Bäume da rum. So, ich muss auf jeden Fall Kerzen kaufen. Der Besen, den muss ich auch mal ein bisschen besser positionieren, vielleicht hier oder so. Schöner Tomatensalat. Der wird jetzt bestimmt resetten hier, ne? Wenn ich den jetzt hier rein tue. Ja, war ja klar. Dann behalte ich den 10er noch drin, bevor der sich wieder resettet. Also wir machen auf jeden Fall Gewinn, wir waren bei 1,20. Aber wenn man mal guckt, wie viel auch ich bezahlt habe an Personalkosten.
Boah, guck mal, wie viel der Doppeltablett. Ich muss noch einmal ein paar Leute Geld bestellen. Der macht mir ein bisschen zu lange Pause, der Typ. Was soll denn das? Weitermachen. Wobei, ich muss schließen, ne? Sehr gut. So, wir müssen ein bisschen umgestalten. Der Besen, der braucht ein bisschen zu lang da. Deswegen kommt der jetzt hier in die Ecke. Okay, soll ich es mal probieren mit mehr Platz? Ob dann mehr Gäste kommen? Weil es zu eng aneinander gereiht war? Oh nein! Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Okay. 11 Uhr wache ich dann auf. Aber gut, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao!